Ja, es wurde schon deutlich gesagt, heute ist eigentlich dem Kirchen nach, Jahr nach Ewigkeitssonntag und ich möchte diesen Sonntag zum Anlass nehmen, um mit euch darüber nachzudenken. Wir sind nur eine kurze Zeit auf dieser Erde. Wir werden hier nicht für immer bleiben. Das weiß eigentlich jeder, aber man verdrängt diese Wahrheit doch sehr gerne. Vielleicht auch deshalb, weil es uns in Westeuropa so gut geht und weil wir es uns deswegen vielleicht auch abgewöhnt haben, über den Himmel nachzudenken und über die Hoffnung, die der Herr Jesus uns gibt. Ich glaube, dass Manfred Siebald unser Denken sehr gut mit den Worten beschreibt: Wir haben es uns hier gut eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut: Herr, komm doch wieder! Und denken leise: Jetzt noch nicht. Als jemand, der Jesus nachfolgt, bin ich immer in der Gefahr, diese Welt zu meinem Zuhause zu machen. Und zu vergessen, ich bin doch hier nur auf der Durchreise. Und deshalb habe ich meine Predigt heute Morgen mit dem Satz überschrieben: Freu dich auf den Himmel. Mensch, freu dich auf den Himmel. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der hat sich wirklich auf den Himmel gefreut. Das ist der Apostel Paulus. Zunächst einmal dachte er, in den Himmel, das ist ja klar, komme ich nur über die Entrückung. Denn er sagt im 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel: Wir, und damit meint Paulus sich und die Thessalonicher, wir, die Lebenden, bleiben übrig bis zur Ankunft des Herrn. Wir kommen den Entschlafenen nicht zuvor. Der Thessalonicher Brief ist einer der jüngsten Briefe des Paulus und er geht in diesem frühen Brief davon aus: Ich werde genauso wie die Thessalonicher entrückt, wenn der Herr wiederkommt. Ich werde also nicht vorher sterben. Und in seinem letzten Brief, das ist der zweite Brief an Timotheus, sagt er auch in Kapitel 4, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Mit anderen Worten, ich werde ganz sicher sterben. Paulus wurde also mehr und mehr davon überzeugt, der Herr Jesus wird mich nicht im Sammeltransport mitnehmen, sondern er wird ganz persönlich kommen, um mich abzuholen. Und dieses Umdenken bei Paulus, das spüren wir schon in Philipper 1. Dort beschäftigt er sich mit seinem eigenen Tod. Dort spricht er davon, dass Jesus ihn persönlich abholen konnte. Und Mensch, du glaubst es kaum, selbst da wird die Freude sichtbar. Und diesen Text, den möchte ich mit euch lesen heute Morgen, Philipper 1, ab Vers 21 bis Vers 26. Da heißt es: Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit euer Rühmen überreich wird in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Ich möchte in meiner Predigt heute Morgen nur auf einige Verse dieses Textes eingehen, der ja sehr gedrängt ist. Da könnte man viel darüber sagen. Ich persönlich finde den 23. Vers, den Paulus hier schreibt, sehr herausfordernd. Kann ich das ehrlich beten? Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Wow. Das sind Worte, die muss man erstmal mitbuchstabieren. Eins wird hier deutlich: Himmel, das war für Paulus nicht Familientreffen mit seinen ehemals gläubigen Verwandten. Himmel, das war auch nicht Wohlfühlklima mit Hintergrundmusik wie im Europapark. Nein, Himmel,
Das war für Paulus die Begegnung mit Jesus. Darauf hat der Apostel sich gefreut. Man spürt in diesen Zeilen, du hörst sein Herz hörbar schlagen vor Freude, wenn er an den Himmel denkt. Du merkst, da bricht die Freude durch bei ihm. Du merkst, da ist dieser Gedanke da, endlich kann ich Jesus sehen. Ich kann mit ihm sprechen. Ich werde immer bei Jesus sein. Nichts wird mich von ihm trennen. Und an diesem Tag werde ich begreifen, alles, was in diesem Wort über Jesus steht, ist wahr. Ich muss mich im Moment darauf verlassen, aber dann werde ich sehen. Dann wird es mir so gehen, wie der Könige von Saba, die aus dem heutigen Jemen zu Salomo kam und die sagen musste, du Salomo, ich habe schon eine Menge über dich gehört, aber das, was ich sehe, das stellt alle meine Erwartungen in den Schatten. Nicht einmal die Hälfte hat man mir gesagt. Ich bin überwältigt. Als Christ soll ich mich ja mit der Zukunft beschäftigen. Das hält mich jung. Denn alt ist, wer sich mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft beschäftigt. Und wenn ich mich mit meiner Zukunft beschäftige, dann gehört es natürlich dazu, dass ich Überzeugungen habe, dass ich auch Überzeugungen habe, wie ist denn das so mit Gottes Endzeitkalender? Ich sollte begründen können, warum ich an ein tausendjähriges Reich glaube oder warum ich nicht daran glaube. Immerhin beginnt im Blick auf die Zukunft die Offenbarung mit den Worten, glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung. Das ist so wichtig, dass ich mich mit der Zukunft beschäftige. Und das tun ja auch Christen ausgiebig und gerne, am meisten auf Konferenzen. Ich habe nur die Sorge, dass bei der Beschäftigung mit der Entrückung und dem, was kommt, eine Wahrheit in Vergessenheit geraten kann. Und diese Wahrheit heißt, ich kann heute Nacht sterben. In dem Text, den wir gelesen haben, merken wir, Paulus war auf diese Wahrheit vorbereitet. Bin ich das auch? Ich stelle fest, dass wir als Christen uns stundenlang über irgendwelche Endzeitmodelle unterhalten können. Aber bei der Frage, wie hast du dich ganz persönlich auf deinen eigenen Tod vorbereitet, da wird es ganz still. Kann es sein, dass ich den Himmel aus den Augen verloren habe? Was denke ich wirklich, wenn jemand zu mir sagt, du, ich freue mich auf den Himmel? Ich habe letztens mit einem christlichen Piloten gesprochen, der sagt, du, wenn ich das sage, da steigt kein Kollege mehr bei mir ein. Die denken, mein Herr, da bin ich mir nicht sicher, fliegt der mit seinem Fluggerät demnächst irgendwo gegen eine Mauer oder lässt es bewusst abstürzen? Also, dass seine Kollegen so denken, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber als jemand, der Jesus kennt, sollte mein Leben doch deutlich machen, ich freue mich auf den Himmel. Ich bin auf dieser Erde nicht zu Hause. Ich glaube, dass die Freude auf den Himmel so gedämpft ist bei vielen Christen, kann damit zusammenhängen, dass die Ziele dieser Welt zu meinen Zielen geworden sind. Hauptsache eine Eigentumswohnung, ein Haus in einer guten Gegend, viel Platz für die Kinder, einen bestimmten Einrichtungsstil, ein Auto, mit dem man wenigstens ein bisschen angeben kann und ein gutes Essen. Das alles keine Sünde. Aber das ist nicht alles. Diese Dinge können mir zur Gefahr werden. Sie können meinem geistlichen Leben zur Gefahr werden, wenn ich dadurch die Freude auf den Himmel verliere. Wenn diese tatsächliche Begegnung mit Jesus mich nicht mehr fasziniert. Die Einstellung, diese Welt ist mein Zuhause, ist eine Gefahr für mein geistliches Leben. Denn dieser ganze Krempel, um den sich dann mein Denken dreht, kann mich an diese Erde binden. Im Psalm 39 ist das sehr gut beschrieben, ganz treffend. Da heißt es, nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher, gilt auch für die Frau.
Und da heißt es, nur um Nichtigkeiten lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und deshalb betet dann der Psalmschreiber, tu mir kund, Herr, mein Ende, dass ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Mit anderen Worten, wer diese Erde zum Mittelpunkt seines Denkens macht, der macht viel Lärm um nichts. Ich finde das so praktisch ausgedrückt, um Nichtigkeiten lärmen sie. Über manche Sachen müssen wir nachdenken, weil es zu unserer Verantwortung gehört. Es gehört zum Leben, sich eine Arbeit zu suchen, zu essen, eine Wohnung einzurichten, eventuell für eine Familie zu sorgen. Aber welches Gewicht, welche Bedeutung haben diese Dinge für uns? Und oft lassen wir unser Denken dann füllen mit den Themen, die Journalisten uns auftischen, die sie auf die Tagesordnung setzen. Wir lassen uns davon so vereinnahmen, dass wir gar keine Zeit mehr finden, über Jesus nachzudenken. Um ein paar Euro zu sparen, surfen wir stundenlang im Internet, da haben wir gar nicht mehr ausreichend Zeit, die Bibel zu lesen. Oder wir lassen unser Denken von so vielen Dingen bestimmen, lassen uns von Filmen prägen und kommen gar nicht mehr dazu, uns mit dem Himmel und mit Jesus zu beschäftigen. Unser ehemaliger Außenminister Westerwelle hat mal sinngemäß in einem Interview gesagt, als er wusste, ich werde nicht mehr lange leben, hat er gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, über welche banalen Sachen habe ich mich in meinem Leben eigentlich aufgeregt? Wenn du diese Perspektive hast, dann werden die Dinge, die heute so wichtig sind, plötzlich zu völlig banalen Sachen. Wie würdest du damit gehen, wenn du in einer ähnlichen Situation wärst? Wenn der Arzt im weißen Kittel hinter dem Schreibtisch mir mit ernster Miene sagen würde, wir geben Ihnen noch einen Monat. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie in 6 Wochen nicht mehr da sind. Wie wird es mir damit gehen? Paulus sagt hier, super, dann sehe ich Jesus, dann bin ich am Ziel. Ey, das ist eine tolle Nachricht. Kann ich das nachsprechen? In Klammern, vergiss bitte nicht, auch bei Paulus war das eine Entwicklung. Ich glaube, wenn wir das persönlich hören würden, Sie werden in ein paar Wochen nicht mehr leben, dann wäre das wohl für die meisten von uns ein Schock. Es wäre eine Aussage, die müssten wir erstmal verdauen. Und wir sehen auch in der Bibel, dass es normal ist, dass dann Tränen über unsere Wangen laufen. Wir sind Menschen mit einer Seele, da ist Abschiedsschmerz da in unserem Leben. In Apostelgeschichte 20, da heulen die Christen lautlos, als Paulus ihnen sagt, wir werden uns auf dieser Erde nicht mehr sehen. Aber wenn ich diese erste Phase überwunden habe und realisiere, ich verbringe jetzt meine letzten Tage auf dem Planeten Erde, kann ich mich dann auf den Himmel freuen? Timothy Keller sagt, alles, was der Tod Christen jetzt noch antun kann, ist, ihr Leben viel besser zu machen. Das stimmt. Aber es fällt mir jetzt schwer zu verstehen, im Rückblick wird auf dieser Erde alles so zweitklassig sein. Aber was ist die Realität? Steve Jobs, der Gründer von Apple, hat in seiner berühmten Stanford-Rede sinngemäß gesagt, selbst die Leute, die vom Himmel reden, wollen nicht sterben. Das hat er gut beobachtet. Aber bei Paulus war die Freude auf den Himmel mit der Zeit gereift. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Lasse ich mich darauf ein, das zu beten. Zu sagen, Herr Jesus, schenk's mir, dass ich aus Überzeugung diesen Satz nachsprechen kann. Das ist ein Hammersatz, der da drin steht.
Ich persönlich kann diesen Satz nicht immer beten, aber manchmal schon. Es gab Momente, wo ich aufgewacht bin und darüber nachgedacht habe, heute könnte der Tag sein, an dem ich sterbe. Und wisst ihr was? Solche Momente helfen mir, intensiv über den Himmel nachzudenken. Und dann laufe ich hier auf meinem Weg zur Gemeinde noch fast jeden Morgen an einem Friedhof vorbei. Das hilft mir, diese Gedanken zu vertiefen. Und dann gibt es Momente, wo mich der Gedanke, ich könnte heute sterben, wirklich mit Freude erfüllt. Natürlich denke ich an meine Frau und an meine Kinder und ich frage mich, und was wird dann aus ihnen? Und ich muss euch sagen, darauf habe ich keine Antwort. Aber ich will Gott zutrauen, dass er sie dann versorgen würde, wenn er mich ruft. Denken wir wenig drüber nach, oder? Wir verstehen Gottes Wege manchmal nicht und es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass er manche seiner Kinder so früh in die Ewigkeit ruft. Aber ist das wirklich so ein großer Unterschied, ob der Jesus mich mit 30, mit 50 oder mit 80 ruft? Also ich bin mir eines sicher, dass ich nicht mehr zurück wollte. Dann weiß ich, ich bin am Ziel. Es gibt einen Satz, den finde ich sehr gut. Da heißt es, der Glaube triumphiert, aber die Liebe weint. Für die Angehörigen ist es natürlich schlimm und als Angehöriger muss und soll und darf ich den Schmerz zulassen. Ja, die Liebe weint. Aber wenn der Verstorbene mit Jesus gelebt hat, dann triumphiert wirklich der Glaube. Wie viel Zeit nimmst du dir, um über den Himmel nachzudenken? Ich glaube, wir haben so wenig Sehnsucht nach dem Himmel, weil wir so wenig über den Himmel nachdenken. Weil unsere Gedanken so fest auf dieser Erde hängen. Ich merke persönlich, wenn ich über den Himmel nachdenke, dann werden die Probleme auf dieser Erde automatisch kleiner. Weißt du warum? Weil der Herr Jesus mir groß wird. Weil ich merke, hey, welche Relevanz hat es, wenn der berühmte Arzt auf der anderen Seite des Schreibtisches mir gegenüber sitzt? Dann wird sich plötzlich alles verändern. Freust du dich drauf, Jesus entgegenzugehen? Und wenn du ehrlich sagen musst, eigentlich nicht. Was nimmt dir die Freude? Das ist doch wert, mal darüber nachzudenken. Gibt es vielleicht Dinge, die du noch klären musst? Was hält dich davon ab, es zu tun? Warum nimmst du nicht den Telefonhörer in die Hand und sagst du, ich möchte mit dir sprechen? Wann hast du Zeit? Paulus hat sich hier mit seinem Tod auseinandergesetzt. Mache ich das auch? Woran sieht man denn das praktisch in meinem Leben, dass ich mich auf die Begegnung mit Jesus freue? Woran sieht man das praktisch, dass ich mich auf die Begegnung mit ihm vorbereite? Wenn ich mit einer Prüfung rechne, dann werde ich dafür lernen. Wenn ich ein Fest feiern will, ein größeres, dann werde ich einen Saal mieten. Und wenn ich mich für eine bestimmte Arbeitsstelle interessiere, dann werde ich mich doch bewerben, oder? Da ist ein Wunsch da in meinem Herzen und dieser Wunsch führt zu ganz aktiven Handlungen. Und was mache ich, wenn ich wirklich mit meinem Tod rechne? Na, das Erste, was ich tue, ist, ich versuche, belastete Beziehungen zu klären, wenn das möglich ist. Ich tue schon heute, was mir auf meinem Sterbebett wichtig wäre. Dann rechne ich wirklich mit meinem Tod. Wenn ich verheiratet bin, dann werde ich ein Testament schreiben, damit meine Frau versorgt ist, denn sie erbt nicht automatisch, wenn Kinder dort sind. Ich werde mich vielleicht auch um eine Patientenverfügung bemühen. Und ich beschäftige mich damit, was sollen die Leute an meiner Beerdigung über mein Leben mit Jesus sagen? Ich habe letztens einen Satz gelesen, den fand ich recht gut. Sterben ist wie der Computerbefehl drucken. Ja, also dann ist alles fest.
Du drückst nur noch auf Drucken und dann kommt das raus, was fertig ist. Das Dokument wird dann nicht mehr geändert. So ist es. Und dieser Gedanke hilft mir heute, meine Prioritäten im Leben richtig zu setzen. Wisst ihr, wir können viel davon reden. Ich weiß, ich werde sterben. Aber wo sieht man das in meinem Alltag, dass ich es tatsächlich glaube? Es sind nicht immer nur die anderen, die sterben. Es wird der Tag da sein, an dem ich sterbe. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Mensch, was ist das für ein Satz, den Paulus hier sagt? Und warum kann er das sagen? Das ist doch der Moment, in dem er alles verliert, alles, was er sich in seinem Leben erarbeitet hat, alle Beziehungen, sein gesamtes Netzwerk bricht in dieser Sekunde zusammen. Alles, was ihm lieb und wichtig ist. Die Antwort steht in Vers 21. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Paulus war verliebt in den Herrn Jesus. Der Apostel hatte begriffen, der Herr Jesus lebt sein Leben durch mich. Der Herr Jesus ist der Weinstock und ich bin nur eine Rebe, die am Weinstock bleibt. Und an mir, der Rebe, wird das Leben dieses Weinstocks sichtbar, das Leben des Herrn Jesus. Und wenn ich mit dem Herrn Jesus verbunden bleibe, dann wird die Liebe des Herrn Jesus genauso in meinem Leben sichtbar wie in seinem Leben. Und seine Freude und sein Friede und seine Geduld und seine Freundlichkeit. Wenn ich das entdeckt habe, dann verstehe ich, ich muss christliches Leben nicht schaffen. Das ist etwas, was er in mir wirkt. Wenn ich das entdeckt habe, dann bricht Freude durch. Dann stehe ich mit meinen leeren Händen vor Jesus und sage, Herr, ich habe nicht, ich bin nicht, ich kann nicht. Und er sagt, macht gar nichts, denn ich habe, ich bin, ich kann. Und ich sage, danke, Herr Jesus, dass du das in meinem Leben wirkst. Das heißt es, Christus ist mein Leben. Er hat mich gerettet, aber nicht nur das, sondern er ist auch meine Heiligung, er ist meine Weisheit, er ist meine Erlösung, sagt Paulus im Korintherbrief. Er ist die Kraft in mir, die die Sünde überwindet und die in ein verändertes Leben hineinführt. Aber er ist auch meine Motivation. Ich weiß, er erwartet mich mit offenen Armen am Ziel, um mir den Siegespreis zu geben, den er eigentlich selbst bekommen müsste. Weil er sein Leben ja durch mich gelebt hat. Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das sein wird? Du stehst vor Jesus und er sagt zu dir, du, das hast du gut gemacht, dass du dich an mir festgehalten hast. Und du denkst, Herr, das war doch deine Kraft, dass ich mich an dir festhalten konnte. Das hast du gut gemacht, dass du in meiner Nähe geblieben bist. Und dann wirst du von ihm die Krone bekommen und immer bei ihm sein in Ewigkeit. Ich glaube, wir können gar nicht fassen, was das heißt. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Welt sehr schnell vergessen werden. Selbst wenn ich 80 Jahre alt geworden bin auf dieser Erde, was ist denn das schon, wenn der himmlische Kalender das 800-millionste Jahr der Ewigkeit zeigt? Was sind denn 80 Jahre? Ich glaube, wir brauchen mehr den Blick für den Himmel. Den Blick für das Größere, um zu begreifen, wie klein die Ziele auf dieser Welt sind. Darum noch einmal, beschäftige dich mit dem Himmel. Lies gute Bücher über den Himmel. Wie zum Beispiel Leben im Bewusstsein der Ewigkeit von Joseph Stowell oder Sehnsucht nach dem Ewigen von Helmut Blatt oder Die Herrlichkeit des Himmels von John MacArthur. Aber das beste Buch über den Himmel ist immer noch die Bibel selbst. Wag doch mal ein Themenstudium zu der Frage, was sagt denn die Bibel über den Himmel? Was du auch machen kannst, ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, stell dir einfach mal vor, wie das sein wird, wenn du Jesus begegnest, wenn du das erste Mal siehst und er dir mit offenen Armen entgegenkommt. Wie wird diese erste tatsächliche Begegnung sein?
Wie wird das Leben mit ihm sein? Ist natürlich klar, das sind Fragen, die sind hypothetisch, die kann ich nicht wirklich beantworten. Aber diese Fragen helfen mir, mich auf den Tag zu freuen, an dem der Herr Jesus kommt. Paulus war bereit, jeden Tag diesen Ruf zu hören: Paulus, komm, komm jetzt zu mir. Das hat Paulus weder weltfremd noch depressiv gemacht. Im Gegenteil, in unserem Text bekommt er ja die Gewissheit, er wird noch auf dieser Erde bleiben, um die Philipper im Glauben zu fördern und ihnen auch zu helfen, sich an Jesus zu freuen. Wenn ich Jesus im Blick habe, dann weiß ich, für wen ich diese Dinge tue und warum ich diese Dinge tue. Und das gibt meinem Leben Sinn. Das motiviert mich, nach meinen Überzeugungen zu handeln, egal ob ich dafür Anerkennung bekomme oder nicht. Und wenn ich dieses Ziel im Auge habe, wenn ich weiß, es macht Sinn, dann kann ich es auch sagen, wie Sören Kierkegaard es mal sehr gut formuliert hat: noch kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann werde ich mich laben bei den Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Alte Sprache passt in seine Zeit, aber ich glaube, er trifft's. Und dann gewinnen auch Worte des Herrn Jesus Gewicht, wie das aus Lukas 12, Vers 4: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und weiter nichts zu tun vermögen. So kann ich nur denken, wenn ich mich auf den Himmel freue. Dann können mir dunkle Wolken in meinem Leben wohl Angst machen, aber sie werden meinen Blick auf Jesus nicht verdunkeln können. Donald Carson hat für mich einen sehr eindrücklichen Satz geschrieben, gesagt: Es gibt Dinge, die sind schlimmer als der Tod. Und damit meint er zum Beispiel, wenn ich der Sünde erlaube, mein Leben wieder neu zu überfluten und dass diese Sturmflut alles wegreißt, was Jesus in meinem Leben aufgebaut hat. Also Carson meint, dann lieber sterben, als dass mein Name, der für Jesus steht, wieder mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. So kann nur jemand reden, der Jesus im Blick hat. Und es gibt dieses berühmte Zitat vom Kirchenvater Polycarp, dem der Prokonsul im Angesicht des Scheiterhaufens befahl: Lästre deinen Christus. Und er hat diesen Jesus im Blick gehabt. Und er antwortet ihm darauf: Ich diene ihm 86 Jahre lang. Wie kann ich meinem König, der mir kein Leid getan hat, der mich erlöst hat, wie kann ich diesen König lästern? Er hat genau das verstanden, was Paulus hier in Vers 21 sagt: Christus ist mein Leben. Und der Blick auf Jesus hilft mir dann auch, schwierige Situationen durchzustehen. Der Jesus hat gesagt: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir haben das vorletzten Sonntag ausführlich angeschaut. Das ist Gottes seltsame Strategie, weil Schafe keine Chance haben. Und es ist nicht so, dass der Herr Jesus mich immer äußerlich bewahrt. Mir fiel es wieder auf, heute Morgen in meiner stillen Zeit war ich bei dem Feuerofen und den drei Freunden, die da reingeworfen wurden. Und sie sagen genau das. Sie sagen: Das wissen wir nicht, König, ob wir bewahrt bleiben oder ob wir nicht bewahrt bleiben. Entweder so oder so, aber eins wissen wir werden diese Götter nicht anbeten. Sie konnten da nur so stehen vor dem mächtigsten Mann der Welt, weil sie einen viel größeren im Blick hatte. Lass dich von diesem Blick auf Jesus motivieren. Auch in deinem Leben, auch in deinen Entscheidungen, auch wenn sie nicht populär sind, auch wenn du Spott dafür erntest oder irgendetwas anderes, habe diesen Herrn vor Augen. Es ist nicht so, dass der Herr uns immer äußerlich bewahrt. Aber die Freude auf den Himmel hilft uns zu verstehen, das Leben hier unten ist nicht das Wichtigste. Und deshalb sollten wir es auch nicht als das Wichtigste erklären. Unser Leben dient einem wichtigeren Ziel. Und dieses Ziel ist, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, sie dorthin zu begleiten und selbst hinter Jesus hinterherzulaufen, damit er in meinem Leben sichtbar wird, damit Gottes Ehre in meinem Leben deutlich wird. Der Tod ist für Christen keine Falltür in die Gottesferne, sondern eine Drehtür in Gottes Nähe.
Das ist nur möglich, weil Jesus sein Leben für mich gab. Trotzdem ist Sterben für manche Christen nicht leicht. Letztens fragte mich jemand bei der Beerdigung seiner gläubigen Mutter, ist das normal, dass auch Christen einen Todeskampf haben? Meine Mutter ist so schwer gestorben und hat die letzten Tage so geschrien, dass wir es bis oben gehört haben. Wer schon einige Christen beim Sterben begleitet hat, der weiß, Sterben kann auch mal so aussehen. Es muss kein einfacher Weg sein. Auch nicht, wenn man Christ ist. Aber ich meine nicht, dass man die letzten Tage des Todeskampfes dann heranziehen kann, um zu sagen, und so war sein Leben. Denn wenn diese Person ihre Augen bei Jesus wieder aufmacht, dann hat ihr Leben ein Happy End. Und dann wird die Freude keine Grenze mehr kennen. Die Freude auf den Himmel, die hat Paulus hier motiviert. Der Blick nach oben hat seinen Weg hier unten auf der Erde sehr beständig gemacht. Er konnte seinen Weg hier sicher gehen, weil er diesen Blick nach oben hatte. Er, der immer wieder in Verfolgungsungewetter hineingeraten ist, schreibt ein paar Verse weiter, die haben wir jetzt nicht mehr gelesen, in Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahrt eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Ich komme nochmal auf den Berufsstand des Arztes, der da sitzt mit seinem weißen Kittel. Ich glaube, wenn er mir die Nachricht sagt, dann wird mein Herz sehr aufgelöst sein. Aber wo kommt dieser Friede her? Dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft. Du sagst, er dürfte eigentlich gar nicht da sein. Wenn ich weiß, Christus ist mein Leben, wenn ich weiß, Sterben ist mein Gewinn. Wie kann Paulus das sagen? Mir hat letztens jemand ein Zitat von Timothy Keller gesagt, das ich glaube sehr gut hier passt. Timothy Keller hat dann gesagt, ich bekomme diesen Frieden nicht durch die Abwesenheit von etwas, sondern durch die Anwesenheit von jemand. Und ich glaube, das ist wahr. Wir wollen gewisse Umstände einfach wegschieben. Die sollen abwesend sein. Und er sagt, es ist eigentlich egal, welche Umstände da sind. Wichtig ist, dass jemand da ist. Und dieser jemand ist der Herr, von dem Paulus hier in Philipper 1 redet. Und von diesem Herrn will ich mich beeindrucken lassen, der im Himmel auf mich wartet. Und diese Freude auf den Himmel, diesen Blick auf Jesus, diesen Blick in die Zukunft, das soll mir helfen, dafür zu beten, dass ich sage, Herr Jesus, du weißt, Philipper 1, 23, ich wünsche mir, dass das etwas ist, was ich zu meinem persönlichen Gebet machen kann. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Ich freue mich auf den Himmel. Amen.